Servus und willkommen zu diesem Video. Der Titel verrät, Top Run hat mir wieder was geschickt. Und die Leute werden wahrscheinlich denken, warum? Nee, ich finde es eigentlich cool, weil die Geräte sind gar nicht schlecht von Top Run. Und die haben mir jetzt einen höherwertigen OBD-Test. Ihr wisst, Link vom Video oben eingeblendet. Wir haben ja den AL300 OBD-Tester getestet, das kleine handliche Gerät. Und das war ja gar nicht so schlecht, weil sehr viel Funktion konnte für einen sehr guten Preis. Und Top Run hat sich gedacht, du fandst das toll, jetzt kriegst du den AL500. Der kann einiges mehr. Ich gehe jetzt nicht hundertprozentig wieder auf die Sachen ein, die grundlegend das Gerät kann, weil das AL300, das Video könnt ihr euch angucken, da seht ihr es. Also wir können hiermit auch dieselben Funktionen auslesen, sprich wir können Motorsteuergerät auslesen, löschen, wir können Abgassystem testen, das ist das gleiche. Großer Unterschied zu dem kleinen hier, mal davon abgesehen, dass das Display größer ist und das kleiner ist, wir haben ein Licht-AOBD-Stecker, um einfacher unten was zu finden. Wir können am PC ausdrucken. Wir können also die Fehler jetzt ausdrucken mit dem Gerät. Dieses Gerät kann man updaten, also neue Fehler oder sonst was oder auch neue Autos kann man dann auch hiermit auslesen, weil die ganzen Daten werden geupdatet. Das ist auch noch ein sehr großer Vorteil. Und durch das größere Display können wir uns die Live-Daten, die ihr ja vorgesehen habt in Testzahlen, grafisch darstellen. Das sind eigentlich die großen Unterschiede zwischen AL300 von Topdon und den AL500 von Topdon. Vielleicht in Zukunft gibt es noch ein größeres Gerät. Muss mal gucken, vielleicht ist Topdon ja da offen für. Was ich ganz cool finde, weil sie haben auch noch richtig andere geile Geräte, die auch in andere Systeme reinkommen. Also wir können ja hier wieder, wie gesagt, noch Motronic auslesen. Ich fände es mal cool, so ein Gerät zu haben, wo wir in andere Systeme kommen. Airbag, ABS und auch löschen können. Das finde ich dann richtig Hammer. Aber gucken wir mal. Die haben jetzt das geschickt, das ist ganz cool. So, wollen wir mal auspacken, den kleinen. Mal gucken. Plopp. Pappe, Anleitung natürlich bei, die wir natürlich gewissenhaft nicht lesen werden, Anleitung lesen, ne? Das Gerät an sich, mit einem USB-Kabel. So, ich glaube, hier ist auch noch der große Unterschied, wie ich das USB-Kabel sehe, dass das Gerät nicht nur, das USB-Anschluss, das weiß noch nicht ganz genau, wie oft rutscht mir jetzt noch was aus der Hand, dass das Gerät auch ohne Strom vom Spenderfahrzeug funktioniert. Hier ist ja das Schöne gewesen, keine Batterie, nichts. Wir stecken es einfach ein, Gerät geht an und funktioniert. Hier vermute ich mal, weil wir haben ja auch eine LED hier vorne am Stecker, dass wir das Gerät aufladen können, richtig müssen. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ich habe es festgestellt, das Gerät funktioniert nicht. So, also man kann es nicht einschalten, so, sondern wenn man USB anschließt, kann man es updaten. Wie gesagt, man kann es kostenlos updaten oder schon mal Einstellungen machen. Ich habe zum Beispiel das schon auf Deutsch gestellt und diese nervigen Piepser ausgemacht. Am USB kann man es dann nutzen. Ich denke mal, man lädt auch hier vorne die LED auf, weil man hat hier einen Taster und dann hat man LED, das ist ganz praktisch, um den OBD-Port zu suchen. Was man echt sagen. Und das Gerät schaltet sich ein, wenn es eben verbunden ist, entweder über USB, wenn man es zum Beispiel updaten will, oder wenn man es am Fahrzeug anschließt. So. Gucken wir mal. Da ist er. So. Es fährt direkt hoch. Es hat piep piep gemacht. Ja. Wir sind im Menü. Wir sind jetzt wieder im gewohnten Menü. Es ist kein Touch. Wir können wie beim AL300. So sagen wir mal wie Diagnose. Hier sehen wir noch Status-LEDs hier unten. Da kann man direkt mal gucken, ob schon Fehler gefunden wurde. Also Pending heißt, tritt gelegentlich auf, permanenter Fehler oder kein. Der zeigt mir jetzt schon, der hat keinen Fehler gefunden. Also nein. Fehlercode und Steuerwert 0. Datensätze unterstützt 37. Können nochmal Code lesen klicken, aber das ist genauso wie beim AL300, die ganzen Sachen.
So, Datensatz können wir mal machen. Test der Lambda-Sonde. Wie gesagt, es ist alles ähnlich wie in anderen. Nur, dass wir jetzt grafische Darstellung haben. Kapiert, man muss hier mal zwei Datensätze auswählen. Ich habe hier jetzt Ansaugluft und jetzt wollte ich gerne Katalysatortemperatur. Genau. Zwei Werte muss man mal auswählen und dann kann man sich grafisch darstellen lassen. Warum, weiß ich nicht, aber nicht schade. Also links das rote ist Ansauglufttemperatur und rechts ist die Cut-Temperatur. Jo. Finde ich aber eine richtig coole Sache, dass man sich sowas grafisch darstellen lassen kann in so einem kleinen, kompakten Gerät. Ne? Normalerweise braucht man ja sonst Software, zum Beispiel Opcom oder sonst was. Und hier kann man die Daten jetzt auch aufzeichnen, so wie ich verstanden habe, und sie dann ausdrucken. Aber bin ich jetzt noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Weil hier haben wir auch die Funktion, dass wir drucken können. Nee, das muss man wohl irgendwie anders aufzeichnen. Auf jeden Fall kann man sich dann die Sonne ausdrucken. Ganz ehrlich, Leute, ich finde es Hammer, was so ein kleines Gerät mittlerweile kann. Wie ich das schon bei dem AL300 gesagt habe, hatte ich es nicht so wirklich auf dem Schirm. Ich habe immer mit Opcom nur gearbeitet, das war immer ein bisschen schwierig. Natürlich hat Opcom extreme Funktionen für Opel. Ich kannte nicht solche Geräte, die günstig sind. Vor allem muss man feststellen, die Geräte sind ja nicht so teuer, aber trotzdem so viel können. Also das jetzt, was das Gerät noch kann, Update-Funktion des Datenstandes, dass man auch neue Fahrzeuge auslesen kann, grafische Darstellung, dass man die ausdrucken kann. Selbst hier mit dem Licht hier vorne, geile Sache. Also wer den AL300 noch nicht hat, soll sich den holen. Und wer den AL300 haben will, und da wollen wir jetzt mal zum Thema kommen, da ich keine 20 Auslesegeräte brauche, kann jetzt dieses Gerät von Topdon AL300 gewinnen. Was müsst ihr machen? Schreibt einfach unten ins Video rein, was für ein Auto ihr fahrt. Was für ein Auto fahrt ihr? Oder welches Auto würdet ihr mit diesem Gerät auslesen? Schreibt es einfach unten rein. Leider hat es noch einen kleinen Kitschekratzer hier auf dem Display von in der Schublade lagern. Da muss man auch noch was einfallen lassen, dass die Geräte mal vernünftig irgendwo hinkommen, damit sie keinen Macke kriegen. Aber es wurde jetzt 2-3 Mal verwendet, ist also in dem Sinne neuwertig. Schreibt unten rein, welches Auto habt ihr oder welches Auto ihr mit auslesen wollt. Einfach mal unten reinschreiben. Und dann wird der Zufall, ich werde so einen Zufallsgenerator über die Kommentare drüber laufen lassen. Und derjenige, der gewonnen hat, kriegt von mir dann eine Nachricht. Und zwar werde ich denjenigen dann unter seinem Kommentar schreiben. Ja, ganz einfache Sache. Anleitung habe ich ja auch noch, Originalverpackung nicht mehr. Sollte auch nicht das Problem sein. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, kann dieses Gerät nur empfehlen. Link findet ihr unten zum Amazonas. Schaut euch das mal an. Preislich ist es wirklich völlig okay, was es kann. Ich bin mal gespannt. Vielleicht wird uns Topdom noch ein paar andere Sachen schicken. Aber bis jetzt fand ich die Sachen gar nicht mal so scheiße, die sie uns geschickt haben. Also das Ding ist auch echt Hammer. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video.